Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kerbal Space Program. Ihr seht, diese beiden Orbits, die wollen sich treffen. Sie haben ein Rendezvous miteinander und das wollen wir natürlich nicht verpassen, ne? Wir haben ja, ne, einen schnicken Mainframe, zu dem wir uns begeben wollen. Und ja, das wollen wir auch tun. Dann werden wir erstmal schauen, wann wir überhaupt nahe genug für die ganze Aktion sind. Dann machen wir mal ein Time-Manöver und schauen mal nach. Ein paar Runden müsst mal fliegen, bevor da überhaupt was in der Nähe Richtung passiert. Ja, 2 Days, um genau zu sein, damit wir überhaupt in einer Form der Waren sind. Bam, bam, bam. Ja gut, dann fliegen wir das Ganze auch mal, ne? Zoom. Zoom. Sie kommen näher. So, das warten wir jetzt auch mal fertig ab. Kommt schon. Jetzt haben die zwei Platz getauscht. So, ich glaube, bei den Liedern müssen wir hin. Da wird es am einfachsten dann für uns, weil dann sind wir von hinten. Wenn wir jetzt noch eine Runde fliegen, eine Runde machen. Ja, gut, dann ist der Orbit besser. Gut, dann warten wir die Runde noch ab. Eine muss noch. Eine geht noch. Gut, dann warpen wir mal. Moment, ich mache erstmal Quick Save. Und wir warpen mal hier hin. So. Ja, da sind wir ungefähr hinten dran. Wir sind aber auch nicht ganz auf dem selben Orbit. Da habe ich mich anscheinend das letzte Mal ein bisschen verkackt. Okay, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Das ist kein Problem. Wenn ich jetzt aber noch etwas korrigiere, Endmanöver. Mal gucken wir das Ganze erstmal von der Seite an. So. Dann ist vom zeitlichen her nicht viel Unterschied. Außer dass ich 15 Meter umsonst verbrannt habe. Oder ja, das heißt umsonst mehr oder minder verbrannt habe. Gut, dann warpen wir mal hier hin. Hier sind wir zwei auf einer relativ langsamen Situation. Das heißt also, ich gehe mal hier aufs Retrograde. Wir sind als Target ausgerichtet. Dann fliegen wir auf jeden Fall schon mal langsamer als, also langsam beziehungsweise gleich schnell wie das Target. Und jetzt müssen wir nur noch zum Target selber uns ausrichten. Hier. Und gucken mal, wie nah wir kommen. Das sieht gut aus. Wir müssen aber leider etwas vorher schon bremsen, weil. Nun ja, wir cruisen hier doch mit einer relativ hohen Geschwindigkeit dran vorbei. Und halt stopp. Hier können wir noch was ausrichten. Wir sind nämlich gerade passend. Nee, das macht's nicht besser. Okay, dann hier. So. Ich weiß, die Leute, die jetzt auf jeden Fall schon mal Ahnung haben von dem, wie ich hier mache, was ich hier mache, die werden jetzt schon Zeta und Mordio schreien. Was zur Hölle machst du da? Ich weiß es auch nicht. Tut mir leid. So. Okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon auf einem halbwegs ähnlichen Orbit miteinander. So, aber ich bin schon wieder auf der verkehrten Seite. So. Ich bin wieder etwas zu schnell. Nicht so schnell. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt wieder auf das Target hinfliegen. So, sehr gut. Wir fliegen hier ja nahe schon drauf zu. Das ist schon mal sehr gut. Komm schon. Was hat man mir gesagt? Nicht näher als 10 Meter die Sekunde, sonst rast du an dem Ding vorbei.
Gut, hier sieht's ein guter Punkt aus. Da moppen wir mal hin. Dann gehen wir schon mal auf Bremsausrichtung. Wir sollten das Ding schon sehen. Jo, tun wir sogar. Gut, gleich sollten wir dem nahe kommen. Bremsen wir den ganzen Kram auch mal. Dann richten wir uns nach dem Ziel aus und fliegen drauf zu. Das reicht aber erstmal von der Geschwindigkeit. Ich möchte ja nicht Kollisionskurs machen. So, dann hier wieder rückgängig mit der wieder bremsen. Wir haben noch 600 Meter im Tank. Das ist gut. Da haben wir gar nicht so viel mehr verbrannt, wie ich eigentlich gedacht hatte. Ist auch in Ordnung. So, es wird weniger, wird weniger, wird weniger, wird weniger. Und das hier ist eigentlich ganz in Ordnung. So. Ja. Wir lassen erstmal das Triebwerk dran. Ich weiß nämlich noch nicht, ob wir es noch vielleicht brauchen können. Den Rest würde ich jetzt erst einmal. Ist das oben oder ist das unten? Ich glaube, das ist oben. Ja, das ist oben. Das heißt, ich muss jetzt erst einmal ein bisschen nach unten fliegen. Wo haben wir es denn das Target? Das hier ist die andere falsche Richtung. Gut, das ist ein. Weiß ich jetzt auch Bescheid. Dann wird das hier vielleicht sogar unser Triebwerk mit hinten dran. Da müssen wir eigentlich nur noch tanken gehen. Wäre eine Möglichkeit. Und dann hätten wir vorne eigentlich. Ich glaube, das lasse ich so. Das ist eine gute Idee. Gut, aber ich sollte jetzt mal kurz dieses Triebwerk ausschalten. Shutdown Engine. Dann würde ich das RCS einschalten und müsste ich jetzt mal die Hand von der Maus legen. So müssen wir fliegen, genau. Es ist jetzt zwar etwas schwieriger anzudocken, da wir jetzt das Problem haben, dass wir dezentral sind. Weil es war ja ursprünglich geplant, dass wir das Teil da oben einfach lassen, also das Triebwerk an sich wegschmeißen. Dass wir das jetzt behalten, ist etwas ungünstig. Na, so ist nicht. Okay. Gut, passt. Set as target. Wir haben den Docking Port als Target festgelegt. Gut, dann bremsen wir den ganzen Kram mal. So. So. Wir sind jetzt im Verhältnis zum Objekt relativ ruhig. Das ist sehr gut. Dann richten wir uns mal. Nein, 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 halt nicht mit so viel ACS. Das machen wir. Das machen wir alles schön mit. Mit SAS. Richten wir uns mal nach Norden aus. So. Drehen uns auch ein bisschen hübscher hin. Okay, dann müssen wir wieder RCS einschalten. Dann gehen wir nach unten. Sieht soweit ganz gut aus. Passt. Von der Höhe, wir können bremsen. Stopp, 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 stopp. Wir wollen darüber. Sag mal, warum ist das hier eigentlich das ACS so komisch? Ah, verdammt, ich hab's nicht gescheit von. Ah, ich hab's nicht. Gut, das ist sowieso lustig, das Teil, also an sich, also, Sind wir on Kurs? So halbwegs, wir sind ein bisschen Chaps. Okay, wenn ich jetzt. Bin ich ungefähr hier. Okay. Ah, falsche Taste.
Langsamer. Sieht ganz gut aus soweit. Wir nähern uns das Ziel, dem Ziele an. Jetzt sollen wir nur noch wissen, welche Taste wir zum Bremsen für die richtige Richtung. Nee, das war nicht. Jo, die ist gut. Ist zwar so ein multipler Vektor, aber geht dann schon so halbwegs. Ja. Da schubst man die Richtung hin. So nun. Boah, das wird jetzt ja schon fast anstrengend hier. So, wann trifft denn jetzt die Magnetkraft endlich ein? Boah, ich sehe einen Scheiß. Oh Mann. Aber wir sind dagegen gedumpelt. Ah, verdammt! Okay. Ah, warst du nah? Das sind 2,5 Meter, was wir da wenden. Ich krieg's nicht. Ah! Komplett falsche Richtung. Hier, komm, die Richtung. Komm, Retz. Was soll der Schmarrn? Verdammt! Was soll das? So, hier und. Ah! So. Wir nähern uns wieder an. Jetzt müssen wir wieder gegenbremsen. Ah, Mann! Komm schon! Von der Achse ist in Ordnung. Das sieht so halbwegs gut aus. Aha. Verdammt. So langsam, langsam. Nein, das war's zweit. Ist die falsche Richtung. So. In die Richtung. Und in die Richtung. Ein bisschen nach oben und ah, da war die Magnetkraft. Bam! Wir haben eine Station in Orbit around Moon. Gut, we have performed a was? Was für Manöver? Rendezvous wahrscheinlich. Ah, ja, genau. So schreibt man es ja im Französischen. Verdammt. Ein Rendezvous-Manöver around Moon. We have started a construction the first space station around Moon. We have performed Docking-Manöver on the Moon. Okay, passt. Schön. Schön, aber der Contract ist irgendwie nicht so ganz. Build a space station around Moon. Have a facility support at least 5 Kerbals. Aber uns wenig. Zifix. Gut, wir müssen mit dem Lander sowieso nochmal her. Dann nehmen wir nochmal. Hier oben kommt ja noch so ein Teil dran. Gut. Gut. So schön. Wir haben das Teil hier gebaut. Gucken wir, was wir schon an Science bereits mitnehmen können. Log Science Data. Scientific Scan can't be. Ja, genau, weil wir noch nicht gelandet sind, ne? Hier gibt es noch nichts Interessantes. Hier gibt es auch nichts Interessantes. Dann hier. Hier ist ein bisschen Kleinkrusch. Gut. Okay. Damit haben wir da schon mal einen ziemlich großen Teil zusammengebastelt. Wir könnten jetzt natürlich auch noch die ganzen Kram machen mit den Dröhnchen, aber ich finde, die stecken da ganz gut. Jo. Ich glaube, die sind da ganz gut dran erstmal. Gut. Dann machen wir aber auch Folgendes. Wir machen hier mal einfach mal ein bisschen Transfer von Treibstoffen, weil, wie gesagt, wir wissen halt nicht, ob wir das Ding noch behalten wollen. Weil effektiv ist nur das hier wirklich relevant. Der Mainframe ist auch nur dazu da, halt eben die ganzen Drohnen von A nach B zu transportieren und vielleicht noch ein bisschen Kleinkrusch zu machen. Gut. Aber wenn das Ding hier einmal abgekappelt ist, dann ist aus. Dann ist es kein, gibt es kein Zurück mehr. Gut. Ja. Können wir immer noch Mainframe und noch ein bisschen Tank drin? Ja, gut, dann tun wir das hier auch noch in die Mitte.
Gut, jetzt ist es ein bisschen kopflastig, das Teil, aber ist in Ordnung. Gut. Damit haben wir das Ding schon mal fertig gebaut. Okay. Dann gehen wir mal zum Space Center und schauen mal. Wir brauchen ja noch einen Lander. Der wird auch noch lustig. So. Wir brauchen einen Lander und einen ganzen Batzen Science. Ich mache jetzt kurz mal eine Kalkulation. Ich habe jetzt gerade eine Idee gehabt, die gerade ein bisschen blöd ist, aber vielleicht funktioniert. Schauen wir mal. Ich habe nämlich gerade die blöde Idee, dass wir direkt von Moon mit dem bisschen Treibstoff, was wir gerade haben, noch ein Orbit Around Mundus zusammenbekommen. Ist wenig, 800 Meter die Sekunde, ist klar. Aber who knows, mal sehen. Add Maneuver. Falsche Richtung. Okay. Wir sind halt einfach komplett an der falschen Stelle gerade, ne? Ja. Wenn ich das mache. Und wenn ich das mache. Mon ami, seht euch das an. Ein Volltreffer. Und es sind nur 200 Meter. Leute, wir machen eine Tanke auf Mundus auf. Kann man das nicht noch ein bisschen treibstoffeffizienter machen? Moment. Wenn wir das Ganze etwas treibstoffeffizienter gestalten. Wie machen wir das am intelligentesten? Auf jeden Fall, es geht. Wir haben es gerade bewiesen. Ich habe es aber wieder komplett verhunackelt. Okay, aber das Problem. Wir wissen, dass es geht. Und wir kommen sogar mit relativ ease dorthin, wie es so Engländer schon sagt. Probieren wir es mal. So, falsch. Ja, zu viel Papier, zu viel Datengetröms hier rum. Kann überhaupt nichts mehr sehen. So. 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 Voll für den Arsch. Okay. Wir haben es doch gerade hingekriegt. Wo waren wir da? Also wir haben auf der Seite hier Manöver gemacht. Nee, war es nicht auf der anderen Seite, gell? Ach, wir haben ja jetzt das Problem, dass wir hier noch ans... Dass wir jetzt eigentlich gleich damit losstarten müssten. Na, komm schon. Geht die Richtung. Hatten doch gerade so einen schönen Manöver. So. Nein, das war zu viel. Okay, wir müssten irgendwas hier in der Richtung anpeilen, weil das ist im Prinzip ja unser einziger Punkt, wo wir halbwegs nah beieinander sind. Ja. Dann bremsen wir mal wieder. Ich hab den Bremsen. So. Hm.
Add-Manöver. So. Die Richtung ist verkehrt. Die ist noch viel verkehrt her. Und wenn ich das so mache... Also ist jetzt hier ein bisschen herumgefrickelt, ich weiß. Aber das, wenn wir die Mission zusammenbekommen, ist das natürlich viel geiler, ne? Nee, das ist absolut nicht das, was wir hin wollten. Wir müssen irgendwie Zeit im Orbit verbringen, weil wir momentan zu schnell sind, um bei Minus mitzuhalten. Okay, da war gerade was. Da ist er wieder weggeflogen. So. Okay, ein Problem ist mal hier. So. Wir sind wieder zu schnell. Das heißt, wir müssten eigentlich dafür sorgen... Komm schon. Genau, dass wir mit der Seite drauf hinkommen. Weil wir müssen diesen kompletten Rundflug machen. Genau. Und wenn wir das haben, können wir über einen Inclination... Der ist jetzt nicht ganz so effizient wie der andere, den ich mehr oder minder aus Zufall entdeckt habe. Nein. Das war zweit. Gut, dann könnte ich hier noch... Nein, das ist auch falsch. Gut, wir hätten auf jeden Fall damit schon mal überhaupt einen Orbit beieinander. Der ist jetzt nicht mehr so optimal wie zuvor. Aber theoretisch machbar. Was ja nicht ganz uninteressant ist bei der ganzen Aktion hier. Und der Orbit wäre auch gleich gemacht. Gut, dann wissen wir, was wir mal in der nächsten Mission ausprobieren können. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten Part. Für die Gott.